Als Studentin hat mich Kunst vor allem als intellektuelle Herausforderung und als Anregung gereizt. Dann habe ich mich mit Kunst und ihren vielfältigen Wechselbeziehungen zu Politik und Gesellschaft beschäftigt. Dabei finde ich die Berücksichtigung von ungleichen Machtverhältnissen im Kunstsystem sehr wichtig. Wir müssen Kunstgeschichte heute postkolonial, transkulturell und plural denken. Man kann wohl kaum überschätzen, wie bedeutsam Bilder für unsere Gesellschaft sind. Sie prägen die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, wie Kriege geführt werden. Sie prägen Meinungen, mobilisieren Gefühle und können Proteste auslösen. Genau diese Macht der Bilder zu verstehen, das ist es, was mich als Bildhistorikerin und Bildwissenschaftlerin umtreibt. Und das ist auch, was für mich den Reiz und die Faszination an dem Fach ausmacht. In der Kunstgeschichte haben mich besonders alte Bauwerke tatsächlich schon immer interessiert. Es war wohl doch sowas wie die sinnliche Anmutung, ein Bauwerk auch anfassen zu können, den Raum zu erfahren und dann doch in die alten historischen Zusammenhänge einzudringen. Ich habe gerade die Vorlesung Christliche und islamische Architektur in Spanien besucht. Mich hat an der Kunstgeschichte immer ihre Vielfalt interessiert. Man kann über klassische Kunst ebenso forschen wie bei den populären Filmen, über Architektur genauso wie über museale Präsentationen. Die Kunstgeschichte ist ein Fach, was eine solche Offenheit bietet. In der Galerie der Kustodie hier im Görgesbau, dem Sitz des Elektrotechnischen Instituts, zeigen wir seit 2003 Ausstellungen, die an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft Zukunftsfragen beleuchten wollen. Kunst fasziniert mich, weil sie mit Fiktion zu tun hat und durch unterschiedlichste Medien und Materialien immer wieder Räume des Möglichen erschaffen kann. Und diese Räume zu erforschen, das finde ich höchst inspirierend. Hier in der Gemäldegalerie der Alten Meister fasziniert mich am meisten die Vielfalt der Bilder, der Kunstwerke. Und mein absolutes Highlight ist Raphaels Sixtinische Madonna. Ich interessiere mich vor allem für zeitgenössische Kunst und dafür ist das Studium eine super Grundlage, weil die Geschichte auch immer was mit der Gegenwartskunst zu tun hat, man aber auch gute Einblicke in die globale zeitgenössische Kunst bekommt. Mir ist es vor allem wichtig, mit KünstlerInnen zusammenzuarbeiten und ich sehe da ganz viele Möglichkeiten und möchte nichts unangetastet lassen. Ich habe mich ganz bewusst für ein Studium in Dresden entschieden, weil man hier Kunstgeschichte live erleben kann. Renaissance- und Barockbauten machen die Altstadt zu einem einzigartigen Architekturerlebnis. Von der Elbe aus lässt sich das Altstadtpanorama am besten genießen. Mit Freunden kann man hier den Unitag ausklingen lassen.